Willkommen zu einem neuen Review von Motorreport. Wir sind lange keinen Subaru mehr gefahren und fahren jetzt überhaupt zum ersten Mal den Subaru XV. Das ist hier das 2018er Modell, das heißt die zweite Generation. Und wir haben hier stehen in der Executive Plus, das heißt der höchsten Ausstattungsvariante, hier in der frühwinterlichen Novembersonne bei 4 Grad im kontraststarken Sunshine Orange. So wie er hier steht, kostet er knapp 33.000 Euro in dieser höchsten Ausstattungsvariante. Er startet bei 23.000 Euro. Aber in diesen 23.000 Euro haben wir auch schon Subarus neue Fahrerassistenzsysteme unter dem Begriff EyeSight immer serienmäßig an Bord. Die schauen wir uns heute genau an. Und wir schauen uns an, wie der 2.0 Benziner fährt. Das heißt, der große Boxer Benziner mit 150 PS und was es mit der Lineartronic auf sich hat, das heißt mit der eher altmodischen, stufenlosen Automatik, das schauen wir uns gleich im kurzen Fahrbericht an. 2013 war einer der ersten Testwagen überhaupt bei Motorreport der Subaru Legacy als Kombi. Den gibt es mittlerweile nicht mehr, aber der war innen tatsächlich auch ziemlich hochwertig verarbeitet. Aber er war leider noch ziemlich umständlich zu bedienen. Es war alles nicht so schick und die Tasten waren nicht so geschickt angeordnet. Jetzt haben wir hier aber einiges neu im Subaru XV, vor allem in der zweiten Generation, und das zeige ich gleich nochmal im Detail. Das Cockpit ist eigentlich mittlerweile wirklich ergonomisch und eigentlich auch richtig hochwertig geworden, auch wenn man das von so einem Japaner vielleicht auch heutzutage immer noch nicht erwarten möchte. Deswegen schauen wir mal kurz hier. Dieses 8 Zoll Infotainment-System ist inklusive. Wir können mal kurz nur in der Übersicht gucken, wie das funktioniert. Das heißt, wir hätten hier unsere Map, die Navigation. Das sieht ganz gut aus, ist powered by TomTom und funktioniert auch eigentlich relativ gut. Wir hatten ja vorher den Honda Civic. Da sind zum Beispiel Navigationseingaben schwieriger. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Also für mich ist das wirklich ganz gut. Wenn ich zum Beispiel jetzt zum Flughafen Nürnberg möchte, den wir ja ab und zu anfahren, würde ich jetzt einfach mal ganz banal eingeben, Flughafen Nürnberg, Hafen Nürnberg. Dann bräuchten wir auch das Ü, das wäre in diesem Menü hier vermutlich. Flughafen Nürnberg. Ah ja, da haben wir hier zum Beispiel einen Six oder eben den Flughafen. Zur Schalterhalle, 100 weiß ich, ist die richtige Adresse. Schon ist es berechnet, wir haben das alles sehr groß gemacht. Das heißt, was per Touch bedient wird, hat auch große Buttons. Das ist wirklich top. Und ja, dann auch noch ganz schön, die Navigation läuft hier ganz gewöhnlich mit Audioausgaben. Und ich habe das aber auch nochmal hier oben drauf laufen, auf diesem kleinen Display. Das ist wirklich ganz schön, da ich, wenn ich lang fahre, natürlich immer hier meinen Radiosender zur Auswahl habe. In dem Fall auch mit DAB. Hier wäre ich die Senderliste. Geht also auch ganz gut. Und hier oben habe ich dann eben meine Navigationsanweisungen. So finde ich sehr schön und ich könnte jetzt, das ist ein bisschen schwierig, wenn man es nicht weiß, am Multifunktionslenkrad mit diesen Tasten hier, die waren schon immer da unten versteckt, mit diesem hoch und runter schalte ich diesen kleinen Bordcomputer durch, also die farbige Multifunktionsanzeige, und mit dieser Infotaste hier, das muss man eben wissen, könnte ich dann hier oben durchschalten. Und das ist auch ganz schön gemacht, wenn man da ein bisschen näher hinschaut, das ist wirklich sehr hochauflösend, das ist noch hochauflösender als das hier, dieses Multifunktionsdisplay, einfach Uhrzeit. Das wäre jetzt hier noch weitere Einstellungen, da sehe ich die Assistenzsysteme, zum Beispiel einen aktiven Spurhalteassistent, wie ich mich neige, das Fahrwerk, Allradantrieb, dann die ganzen Werte vom Motor. Ja, das also schon mal ganz gut. Dann, was mir hier auch sehr gut gefällt, vor allem in der höchsten Ausstattungsvariante, ist, dass wir hier auch noch diese Kontrastnähte haben. Das heißt, das sieht ganz gut aus. Für Fans, die das gerne wissen wollen, es ist auch ja, im Ansatz zumindest Soft Touch. Das heißt, es sind keine günstigen Oberflächen, das ist harter Kunststoff, hier ist aber Soft Touch, ganz gut. Die Lüftungsdüsen sind alle verschließbar, also ich kann sie regeln und auch ganz verschließen, außen auch. Und dann vielleicht noch mal kurz hier in der Mitte, das ist noch so ein Überbleibsel von damals, das heißt, diese ganz mechanischen Tasten sind wiederum aber trotzdem auch sehr praktisch, das heißt, es gibt einfach Sitzheizung Low oder High oder Aus. Ja, ist ganz gut. Genauso ist hier zum Beispiel eine Lenkradheizung versteckt, die ich tatsächlich auch ausnahmsweise mal aktiviert habe bei minus 2 Grad nachts heute. Dann hier eben die Tasten, damit steuere ich das und die Lautstärke. Und das wären die Assistenzsysteme, die wir uns gleich während der Fahrt nochmal anschauen. Wir fahren, wie gesagt, die Lineartronic, da es den XV mit manueller Schaltung ja gar nicht mehr gibt. Und die Lineartronic hat so einige Eigenheiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt rückwärts fahre und den Vorwärtsgang einlege, dauert es immer erst einen Satz, bis ich Gas geben kann. Also das ist nicht ganz perfekt und nicht ganz wunderbar sanft. Aber sonst hat so eine Automatik natürlich Vor- und Nachteile. Das heißt, wir haben hier im XV eine günstige Automatik und eine gute Automatik. Aber sie hat eben auch so ihre Eigenheiten. Lineartronic heißt CVT-Getriebe, also ein stufenloses Getriebe. Und da spürt man immer diesen sogenannten Gummibandeffekt. Das heißt, der Motor muss, wenn ich etwas mehr Leistung fordere, etwas mehr Gas gebe, gleich sehr hoch drehen, was dem Verbrauch nicht wirklich zugute kommt, vor allem nicht in Verbindung mit dem Benziner.
An so einer Steigung wie hier zum Beispiel ist es überhaupt kein Problem mit dem 2.0i. Das heißt, wir haben 150 PS, wir haben 200 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ganz ordentlich und das Gewicht ist auch nicht ganz leicht mit 1500 Kilogramm, da wir hier schon so eine Art Kompakt-SUV haben eigentlich. Aber man sieht schon, wenn ich jetzt hier 80 fahren möchte, was erlaubt ist auf der Landstraße, dann dreht der Motor ziemlich hoch. Das heißt, das Getriebe hat keine Stufen. Wir haben zwar hier tatsächlich die Möglichkeit, 7 Stufen zu simulieren, 7 simulierte Gänge, aber ja, das ist so eine Art Richtgang, den man einlegen kann, aber wenn der 7. Gang dem Motor eben nicht taugt, dann wird er trotzdem wieder hochdrehen. Ansonsten merkt man von der Linientronic nicht viel, vor allem merkt man dann nicht viel, wenn man sanft fährt. Zum Beispiel hier durch den Ort mit 30 bis 50 km/h ist es kein Problem, dann könnte das durchaus auch eine schnell schaltende normale Automatik sein. Hier ist der Motor auch wirklich sehr ruhig. Und auch sonst, wenn ich jetzt hier ganz normal so im Stadt- oder ja, Ortsverkehr unterwegs bin, ist es wirklich sehr angenehm, es ist wahnsinnig komfortabel. Der XV ist hier wirklich sehr, sehr weich gefedert und ja, das passt eigentlich für die meisten Situationen. Jetzt fahren wir hier wieder aus dem Ort. Ich gebe einmal so halben, dreiviertel Gaspedalweg und dann passiert eben genau das. Das ist eben das Problem, dass der Motor sehr hoch dreht. Wir kommen dann auch schnell voran. Wir sprinten in gut 10 Sekunden auf Tempo 100 aus dem Stand. Das passt schon alles, aber man muss sich natürlich immer im Klaren sein, dass das nicht mithalten kann mit einer modernen Wandlerautomatik oder gar einem modernen Doppelkupplungsgetriebe. Ein großer Vorteil bei allen Subarus ist natürlich die Boxerbauweise. Das heißt, wir haben hier einen Boxermotor, der quasi sehr flach zu verbauen ist, der ist weit unten. Dadurch haben wir hier von den 1,5 Tonnen Gewicht des Wagens einen niedrigen Schwerpunkt. Und ja, das macht ihn natürlich relativ dynamisch tatsächlich auf so Kurvenstraßen. Wir geraten nicht so leicht ins Wanken, weil der Schwerpunkt eben weit unten ist. Und auch insgesamt läuft der Motor sehr ruhig. Ich meine, klar dreht er permanent hoch, aber dieser Boxer Benziner, der 2 Liter Benziner oder auch der Boxer Diesel, den wir schon mehrfach getestet haben, das sind eben wirklich sehr, sehr ruhige Motoren, die einfach wirklich geschickt verbaut sind. Und ja, entsprechend lässt sich es in Kurven auch relativ dynamisch treiben, wenn man eben mal über den ja, Sound hinwegschaut, der halt jedes Mal entsteht, wenn wir sehr hoch drehen. Grundsätzlich ganz wichtig zu wissen ist, auch wenn wir hier natürlich jetzt auf sehr trockener Fahrbahn unterwegs sind, wir das nicht testen können, wir haben hier beim XV natürlich immer an Bord einen permanenten Allradantrieb. Das heißt, wir haben keinen Allrad, der wie zum Beispiel im Golf oder bei den meisten Fahrzeugen mit Allrad erst dann anspringt, wenn an der Vorderachse zum Beispiel Traktionsmangel herrscht, sondern hier haben wir, wie Subaru es nennt, den Symmetrical AWD. Das heißt, wir haben jeweils die Kraft gleichmäßig verteilt hinten und vorne und es treiben permanent alle vier Räder an und nicht nur dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Darauf gehe ich jetzt gar nicht weiter ein, denn wir können es hier schlecht zeigen. Wir haben das 2013 eben im Legacy schon mal eindrucksvoll demonstriert, dass wir wirklich in den Tiefschnee geraten auf der Autobahn und sind quasi als eins der wenigen Fahrzeuge mit permanentem Allrad als einzige nicht stecken geblieben. Das verlinke ich nochmal oben, unseren Fahrbericht. Aber wie gesagt, ist das hier eben auch immer an Bord und für den Einstiegspreis von 23.000 Euro ist das Ganze schon wirklich relativ teuer mit der wirklich legendären Allradtechnik von Subaru. Wir haben hier mit EyeSight auch zahlreiche Assistenzsysteme an Bord, serienmäßig schon, die wir hier am besten erst beim Stadtverkehr zeigen. Ich habe jetzt aktuell 50 km/h eingestellt und wir simulieren jetzt an der Ampel hier mal einen Stau. Das heißt, ja, mein XV kann jetzt automatisch bremsen. Ich mache jetzt auch nichts, außer nur etwas zu lenken. Und wir fahren auf dem Mitsubishi auf. Und wir können dann auch stehen bleiben und wieder anfahren. Wir haben hier die Automatik. Ich bin jetzt fast auf 0 km/h. Es geht an der Ampel weiter. Und man hört, es wird hier sanft und angenehm beschleunigt. Jetzt muss er auch noch abbiegen, das heißt, es geht noch mal langsam. Und er ist weg und wir beschleunigen dann wieder auf 50. Das ist natürlich jetzt etwas verzögert, aber trotzdem geht es ganz gut. Und so würde das eben auch im Stau funktionieren. Deswegen ist es auch ganz schön, dass es den XV gar nicht mehr mit manueller Schaltung gibt. Denn mit der Automatik habe ich eben den vollen Umfang von EyeSight. Das heißt auch diese Stauassistenz oder jetzt hier wieder. Wenn ich das natürlich jetzt nicht bei uns am Dorf hätte, sondern in der Großstadt, dann ist es wirklich entspannend, dass ich hier nichts mehr machen muss im Stau oder im zäh fließenden Verkehr, sondern wirklich nur noch lenken muss, wenn überhaupt. Besonders viel Sinn machen die EyeSight-Assistenzsysteme natürlich im Langstreckenverkehr auf der Autobahn. Ich habe jetzt also 120 km/h mit diesen Tasten eingestellt. Das wäre ja früher der Tempomat, jetzt die ACC, das heißt die adaptive Geschwindigkeitsregelung. Und diese Stereokamera hier oben, die erkennt den Verkehr vor mir, erkennt einen eventuellen Vordermann und wenn ich dem zu nahe komme, dann wird gebremst. Jetzt ist meine Geschwindigkeit 120, bin also langsamer als die anderen und wenn vor mir jemand erkannt wird, dann wird das hier angezeigt.
Schöne ist bei Subaru, dass jeder erkannte Vordermann oder auch jeder Vordermann, der wieder verschwindet, auch mit einem Piepston quittiert wird. Ich glaube, man kann es mittlerweile auch abschalten, aber hier sieht man jetzt sehr gut, der Vordermann ist erkannt und wir bremsen jetzt. Ich bin mittlerweile auf 150 km/h gegangen und jetzt wird er eben ausscheren und der nächste wurde dann schon erkannt. Jetzt haben wir hier die Besonderheit, dass das eben nicht wie bei den meisten Herstellern über Radar und Kamera funktioniert, sondern wir haben hier eine Stereokamera. Das heißt, wir haben hier und hier eine Kamera. Zwei Kameras ergeben eine Stereokamera. Damit kann der XV oder eben das EyeSight-System ja ein Stück weit auch dreidimensional sehen. Und mit diesen beiden Kameras brauche ich keinen Radarsensor, da die Kameras so auch Abstände erkennen und einschätzen oder eben berechnen können. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt heute wirklich einen schönen Herbsttag. Das heißt, wir haben freie Sicht und hier wird wirklich alles erkannt. Wir sind jetzt 14 Tage unterwegs, über mehr als 2000 Kilometer und wir haben hier überhaupt keinen Fehler gehabt. Man kann natürlich jetzt einen Trick machen und ich kann mal mit der Hand eine Kamera zuhalten. Und wir sehen dann schon, EyeSight ist deaktiviert. Und diesen Fehler haben wir durchaus auch schon gehabt vor einem Jahr im Subaru Outback, wenn man zum Beispiel sehr schlechte Wetterbedingungen hat. Das heißt, vor allem, wenn ich starken Nebel habe, fehlt mir hier eben der Radarsensor und ich habe dann keine Sicht, genau wie ich mit dem menschlichen Auge keine Sicht habe. Und das System ist dann eingeschränkt, das heißt, das System deaktiviert sich dann. Ein weiteres Beispiel, was ein Problem sein kann für das System, ist, wenn ich im Winter fahre bei Nässe auf der Autobahn und ja, die Straße ist mit Salz gestreut, dann habe ich immer diesen Salzfilm auf der Scheibe und der kann durchaus die Kamera natürlich auch daran hindern, richtig zu sehen. Insgesamt ist es aber ein super System. Wir sehen schon, es funktioniert auch wirklich sehr geschmeidig. Das Bremsen und Beschleunigen, das geht sehr gut. Aber wie gesagt, im Winter kann man hier durchaus Einschränkungen haben, was man eben bei einem radarbasierten System nicht hat. Eingestellt wird das eben mit den Tasten hier. Das ist sehr geschickt, denn einmal nach oben bedeutet hier einen 5 km/h-Schritt. Und wenn ich langsam oder drauf bleiben würde, dann hätte ich eben 1 km/h-Schritt. Das ist also wirklich gut durchdacht. Und was hier auch schön ist, auch wenn man es von Subaru, wenn man das nicht kennt, die Marke nicht meinen möchte, das hat wirklich alles ein sehr gutes Feedback. Die Tasten wackeln kein bisschen. Da ist also Subaru zum Beispiel Kia oder Honda durchaus überlegen in der Qualität. Ja, wie gesagt, hier oben wird die ACC aktiviert oder eben deaktiviert. Hier kann ich den Abstand dann länger oder kürzer stellen. Ich bin jetzt auf dem nächsten Abstand. Und was auch noch ganz interessant ist, ist hier unten mit den Tasten steuere ich eben diesen Bordcomputer hier oben und da könnte ich dann, das ist noch ein bisschen altmodisch, hier, wenn ich lang drücke, in das Menü für die Fahrerassistenz gelangen und dann zum Beispiel EyeSight einstellen, wie beschleunigt werden soll. Ich bin jetzt auf dynamisch, das heißt, wenn ich ausschere, dann wird auch gleich beschleunigt. Ansonsten könnte man das noch, wenn du das einfangen kannst, hier auch auf Eco stellen, das heißt, dass er sanfter beschleunigt, oder man hat noch die Möglichkeit, das eben in 4 Stufen auf Komfort oder Standard zu stellen. Gerade hier in der Baustelle mit geringen Abständen ist noch ein was interessant. Wir haben jetzt hier off und unser Spurassistent hat sich gerade mal wieder abgeschaltet. Die Taste hier unten aktiviert nämlich einen Spurhalteassistenten und zwar einen aktiven. Das heißt, wenn ich jetzt hier, jetzt ist er wieder aktiv, die Spur verlassen zur Zone, dann werde ich zwar gewarnt, das haben wir gesehen, also die passive Warnung funktioniert, aber das aktive Lenken macht ab und zu Probleme, beziehungsweise es funktioniert nicht und schaltet sich zum Glück auch vorher ab. So, wäre es jetzt also aktiv und ich kann nochmal versuchen, das Lenkrad loszulassen. Und hier wird zum Beispiel die gelbe Fahrbahnmarkierung nicht erkannt, aber in den meisten anderen Fällen funktioniert das. Das zeigen wir gleich nochmal außerhalb der Baustelle. Was natürlich gerade hier im engen Baustellenverkehr ganz hilfreich ist, ist der tote Winkelwarner. Das heißt, wir haben nochmal 2 Radarsensoren, dann in dem Fall doch im Heck verbaut, hinten links und rechts. Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel einen Überblick verliere, wir waren im toten Winkel, dann werde ich eben gewarnt über diese LED im Außenspiegel. Und das ist wirklich sehr cool gemacht bei Subaru, denn normalerweise habe ich nur eine ganz kleine LED im Außenspiegel mit diesem typischen, ja, toter Winkel-Symbol mit den beiden Fahrzeugen. Aber hier habe ich es eigentlich, wie zum Beispiel auch bei Audi, bei der Premium-Marke oder bei den Premium-Marken, hier groß im Außenspiegel an der Innenseite der Außenspiegel integriert. Das heißt, die LED ist da nicht nur ein kleines Pünktchen, sondern die ist wirklich so hell, dass ich das durchaus sehe. Das müssten wir jetzt gleich nochmal sehen. Wenn ich jetzt hier den Skoda Fabia überhole und ihn nicht zu schnell überhole, dann ist er natürlich rechts im toten Winkel an einer gewissen Stelle. Und jetzt ist die LED aktiv. Und wenn ich jetzt blinken würde, dann wird das Ganze nochmal blitzen, um mich zu warnen. Achtung, bitte fahr nicht in die Spur, denn du hast noch jemand im toten Winkel. Wir haben die Baustelle jetzt wieder verlassen und ich versuche das nochmal zu zeigen mit der Spur.
wir gehen mal auf eine ganz humane Geschwindigkeit, 120 km/h, den nächsten Abstand, links die ACC ist aktiviert und rechts zeigt er mir, die Spur wurde auch eigentlich erkannt, Vordermann ist weg und so wäre eben nur die passive Spurwarnung an und mit dieser Taste ist jetzt eben beides an. Jetzt wurde das Ganze auch weiß, das heißt die Spuren sind erkannt und ich kann jetzt zumindest im Ansatz teilautonom fahren, das heißt er lenkt jetzt hier in der Kurve, er wird jetzt hier nochmal nach rechts lenken. Er hat leider nur insgesamt sehr wenig Lenkkraft, also es gibt da wirklich viele Hersteller, die hier deutlich mehr Kraft dazugeben. Und jetzt ist es wirklich grün, das heißt, jetzt sollte er spätestens das Ganze auch wirklich erkannt haben. Und ich kann das Lenkrad dann eben eine kurze Zeit loslassen und mich hier teilautonom fahren lassen, auch jetzt. Das Problem ist, dass es eben nicht ganz so zuverlässig, dass ab und zu einfach ausging. Das heißt, es geht das Lenken nicht aus, aber es kommt die Warnung des Systems aus. Jetzt ist er wieder hier am Mitlenken. Die Spur ist eigentlich hier wirklich sehr gut zu erkennen, aber scheinbar tut sich die Stereokamera trotzdem schwer damit, das permanent erkannt zu halten, sage ich mal. Deswegen ist das keine Funktion, die ich unbedingt bräuchte. Der große Sinn von EyeSight liegt auf jeden Fall in der ACC, das heißt in der adaptiven Geschwindigkeitsregelung. Die funktioniert auch richtig gut und die funktioniert eben mit der Automatik von 0 bis maximal 180 km/h. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar Details. Wir sehen hier, und was mir wirklich sehr gefällt, was früher auch nicht ganz so zu denken war bei Subaru, sämtliche Kleinigkeiten. Wir haben hier die ganzen schönen animierten Displays. Wir haben hier zum Beispiel, das ist mir erst vor ein paar Tagen aufgefallen, neben dem Verbrauch, noch eine Anzeige, die mir anzeigt, dass ich zum Beispiel in 8 Minuten und 9 Sekunden Motor an-aus, also Stanze an der Ampel, 165 ml Sprit gespart habe. Das sind so Details. Oder auch die ganzen kleinen Anzeigen hier wirklich hochauflösen in der Mitte. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Also insgesamt wirklich ein gutes Auto, wenn da nicht ein kleines Problem wäre. Es gibt bei dem Benziner nämlich einfach das Problem, dass die Lineatonic wirklich permanent hochdreht. Und wir sehen schon im Bordcomputer, wir haben jetzt heute, das bezieht sich auf heute, 13 Liter verbraucht. Wir sind jetzt für diesen Test immer mal schnell Vollgas gefahren, ein bisschen übertrieben. Das ist also nicht repräsentativ, aber Subaru gibt den Verbrauch mit kombiniert 7 Litern im Mittel an, 7 Liter Super oder eben E10 und unserer Einschätzung nach 2 Wochen oder 2000 Kilometern ist das eigentlich fast nicht zu schaffen. Wir haben es kaum eigentlich unter 9 Liter drücken können den Verbrauch und wenn man wirklich sportlich fährt, kann das schon sein, dass man auf der einen oder anderen Landstraßenetappe schnell mal die 10 Liter Marke knackt. Das ist also ein Problem, was die Boxer Diesel auch in den anderen Modellen nicht haben, die sind auch sparsam, genauso ruhig, aber das ist eben jetzt hier beim großen Benziner, der ist sportlich, man kommt wirklich schnell voran, keine Frage, aber man muss hier wirklich kalkulieren, dass man natürlich die Lautstärke hat mit der Lineatronic, die immer hochdreht und daraus resultierend aus den hohen Drehzahlen immer einen hohen Verbrauch. Trotzdem bekomme ich hier für einen relativ fairen Preis, super alter Technik mit einem großartigen Fahrwerk und eben auch mit den Fahrerassistenzsystemen, das heißt zumindest einer sehr ausgereiften ACC, einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung, was hier schon serienmäßig an Bord ist. Wir freuen uns über eure Erfahrungen, vor allem mit dem EyeSight-System. Habt ihr da im Winter auch Probleme oder gibt es eine Möglichkeit, den Spurassistenten, den aktiven, vielleicht besser zu kalibrieren? Wir freuen uns auf eure Kommentare und danken euch fürs Zuschauen.